willkommen beim Marburger Fragenspielen. Ja, ich habe versprochen, es gibt mehr und heute gibt es mehr. Und zwar üben wir eine Figur, die nennt sich der Hexenbesen. Dazu erkläre ich euch erst einmal die Grundstellung. Grundstellung Hexen. Und zwar nimmt man eigentlich den Daumen erstmal mittig in den Faden und spannt den. Dann nimmt man die zwei kleinen Finger und schiebt die auch mittig zwischen die zwei Fäden. So, dass immer in der Handinnenfläche der Faden zu sehen ist. Das ist die Grundausgangsstellung für ganz viele Fadenspiele. Jetzt nehme ich den rechten Zeigefinger und gehe zur linken Innenhand zu dem Faden. Gehe mit dem Finger unter den Faden und mache eine Drehung zu mir hin. Einmal, zweimal und ziehe die Fäden wieder schön an. Jetzt gehe ich mit dem linken Zeigefinger zur rechten Hand und diese Schlaufe, die sich über der Drehung bildet, da gehe ich mit dem Finger rein und unter dem rechten Innenhandfaden durch und ziehe den jetzt auch zu mir. So würde das Ganze dann aussehen. Jetzt gehe ich an der rechten Hand mit dem Daumen und mit dem kleinen Finger raus. Nur der Zeigefinger bleibt drin und schon habe ich meinen Hexenbesen. Manche kennen ihn auch als Fallschirm oder als Kehrbesen oder als Speer. Aber eigentlich ist es der Hexenbesen für mich. Ja, und auch da wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Üben. Und wenn ihr mehr wollt und das könnt, dann gibt es da das nächste Mal mehr.